smell her on your skin. The bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle. Berlin ist auf Sand gebaut und auf Sumpf. Das verrät allein schon der Name, der sich vermutlich aus dem slawischen Wort Berl ableitet, was so viel wie sumpfiges Land im Flusstal bedeutet. Hallo allerseits und hallo. Willkommen. Hallo zusammen. Wir sind heute im Erpetal unterwegs. Die Erpe ist ein Ableger der Spree und schlängelt sich hier in Stadtnähe durch die Wald- und Wiesenlandschaft. Ein erstaunlich wilder und ca. 11 Kilometer langer Wanderweg führt vom Bahnhof Hirschgarten entlang der Erpe zum S-Bahnhof Hoppegarten. We'll be right back.
ja. Das war so trinken. Wie sieht's aus bis jetzt? Die Erpe, gestern, heute und morgen. Hier kann man auch einen kleinen Rundweg gehen. Der kann nicht umfallen. Er hat sich angelehnt. Wird bloß nicht so einfach. Der Weg geht jetzt hier mehr durch den Wald. Die Erpe ist irgendwo da hinten. Aber da führt jetzt leider kein Weg direkt dran vorbei. Karin geht vor, um zu testen, ob es hält. Die Wiese ist kaum passierbar, aber hier hat sich schon ein Trampelpfad gebildet, wo es etwas trockener ist. Also nicht die ersten, die der Nässe hier ausweichen. Die einstige Begräbnisstätte der Familie von Tresco. So, wir sind zurück an der Erpe und jetzt geht es hier unter der Berliner Straße hindurch.
Noch 3,3 Kilometer. Da müssen wir hin. Leider unpassierbar. Schade. I can smell her on your skin. The bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows, fighting me's a battle you don't wanna lose. Ja, und am Ende unserer Wanderung? Wir haben noch ungefähr 2 Kilometer bis zum Bahnhof Hoppegarten. Falls noch was Interessantes kommt, zeigen wir es euch. Ja. Ansonsten machen wir jetzt hier unsere Abmoderation. Genau. Ja, das Erpetal, sehr schön, meist schmale Wege, viel Natur. Eine absolute Empfehlung von uns. Allerdings kann man an der Heidemühle, dort wo wir die Erpe überquert haben, auf der anderen Seite zurückgehen. Und dann hat man eigentlich den schönsten Teil gesehen. Danach ist es nicht mehr so toll. Man geht in den Fielischen Wald, von der Erpe sieht man nichts mehr. Richtig. Es wird dann etwas urbaner. Der Weg geht ja auch jetzt teilweise durch den Ortsteil Dahlewitz. Ja, muss man denn für sich entscheiden. Wir haben uns halt heute vorgenommen, vom S-Bahnhof Hoppegarten wieder nach Hause zu fahren. Richtig, genau. Die ganze Strecke ist ungefähr 11 Kilometer, hatte ich glaube schon gesagt. Kann sein, ne? Ja. Sonst wüsste ich nichts zu kritisieren. Wetter ist auch gut, wird immer besser. Haben wir wieder Glück heute. Ja, dann wie immer vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.